Hallo YouTube, was geht? Willkommen zurück. Season 8, Rennen 1. Wir haben hier soweit alles aufgerüstet, wurden letztes Jahr nicht zurückgesetzt, bis auf Strapazierfähigkeit. Das haben wir nicht gemacht. Und wir haben jetzt den Vorteil, wir haben dieses Jahr Season 8 Charles Leclerc als Partner, der auch komplett aufgerüstet ist. Das heißt, wir werden jetzt hier doppelte Ressourcenpunkte kriegen, sodass wir gleich Strapazierfähigkeit dieses Jahr bis Rennen 5 auf jeden Fall durch haben. Das heißt, YouTube, wenn wir uns das zweite Mal in dieser Season we sehen werden, haben wir wahrscheinlich die Strapazierfähigkeit wahrscheinlich soweit durch, dass wir dann praktisch über Jahr 9 und 10 das alles safen können. Und wir sehen, beide haben Marktwert von 21,5 Millionen. Ich habe Rang 25, Leclerc 25, das heißt höher wie 25 geht es anscheinend wohl nicht. Das weiß ich aber nicht. Wie gesagt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es in der MyTeam-Karriere auch nur bis 25 geht. Das weiß ich auch nicht. Oder ob es da eventuell höher gehen könnte. Weil ich finde es ein bisschen blöd, wenn es auf 25 irgendwie nur begrenzt ist. Da kann man einfach doch weiterlaufen lassen. Meines Erachtens. Aber ich bin halt nicht derjenige, der das Spiel entwickelt. Right, try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. DRS zone coming up, get ready to open it. Distance is on your MFD. Da habe ich einen aufgelassen, okay. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Good. Now let's try for purple. You get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Deswegen hatte ich ja manchmal gesagt, dass man da die Farbe ändern sollte auf irgendwie weiß oder auf schwarz. Und nicht auf irgend so ein durchsichtiges Blau. Okay, we need a few solid laps here to help us calculate a good race strategy. Ja, komm, die, das ist schon wieder so lachhaft.
anstatt die Rückblende da machen zu machen, wo ich ein paar Meter vorher rausgerutscht bin. Nein, ihr macht sie gleich direkt in der Kurve oben. Sieger. Job so far, we're getting great data. Stay focused. Great lap, you nailed exactly what we asked for. Keep it up. Super job so far. We're getting great data. Stay focused. So our best lap so far is a 1:22.4. So, noch was Quali noch hinterher.
Don't worry about tyres, just give it everything. In this test, we just want to make sure we can lap close to our rival's pace. Tag, Post, wie geht's? Wie steht's? Alles fit? Hast Star Trek für dich gesucht, bitte. Excellent data with that run, so come on back to the garage and I can take you through the numbers. Hab ich gesehen. Vorgestern hattest du extrem lange Star Wars gespielt. Ich glaube, so lange ist das Spiel, glaube ich, auch nicht. Das hat so, glaube ich, seine normale Standardlänge von. Wenn du schneller bist, dann wahrscheinlich eher so um die 8 Stunden, durchschnittlich 10 und für nur einen Teil dann wahrscheinlich eher so 12 Stunden. Also so 8 bis 12 Stunden gehe ich mal eher von aus, weil Star Wars ist, wie gesagt, nicht so ein langes Game. Weil halt auch von mehrere Serien gibt. Bist du wieder krank geschrieben? Nice. Wieder Hexenschuss. Hattest einen Nervenzusammenbruch auf der Arbeit. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Hast du dich zu sehr nerven lassen oder was? Also musst du aber kurz warten, bis ich in die Party reinkomme, weil ich dann kurz das Rennen noch zu Ende fahren will gleich. We'll be right back.
excellent lap. We're very pleased with that. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three. Also, dann fahre ich kurz das Rennen noch zu Ende, wegen der, nicht wegen dem Livestream, sondern wegen der Aufnahme, die ich gerade mache, weil sofern ich nämlich jetzt dann irgendwas anderes jetzt drücke, wird die Aufnahme abgebrochen. Deswegen muss ich im Moment warten, bis ich das Rennen mal durchgefahren habe. No more testing, no more practice. This is the real deal, and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. So here we are at Albert Park Circuit, 3.28 miles around, with the streets making for a bumpy surface with little undulation. There are 14 corners around the lake, with the best passing opportunities coming at turn one and turn three. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Miss Monaco lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Albon, Russell, Carlos Sainz, and Leclerc. Joe, Mick Schumacher, Oscar Piastri, and Robert Schwartzman. Teo Pourchaire, Ocon, Yuki Tsunoda, and Drugovich, Perez, Latifi, Jehan Deruvala, and Lance Stroll. Ticktum and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. A new season then, a clean slate where anything could happen. Natalie Pinkham is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Okay, let's convert this pole position into a win today. Good luck.
your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. Ja, muss nur kurz warten, bis ich das Rennen abgeschlossen habe, weil ich das gleichzeitig auch noch aufzeichne. Und wenn ich aus dem Spiel rausgehe oder nur eine Party joinen will, wird die Aufnahme automatisch unterbrochen und ich bin zu faul, den Livestream dann runterzuladen und dann das Rennen rauszuschneiden. Deswegen musst du einmal kurz warten, ich komme aber gleich ins Sprachchat rein. Nicht auf Ton anschalten. Besser wäre, ne? Aber ich habe gesagt, ich fahre kurz das Rennen zu Ende, weil ich gleichzeitig auch noch in der Aufnahme bin. Und wenn ich in der Taste drücke, zum Beispiel den PlayStation Home-Knopf, wird automatisch die Aufnahme abgebrochen. Und ich bin zu faul, den Livestream runterzuladen nachträglich, um dann dieses eine Rennen rauszuschneiden später für YouTube. Deswegen fahre ich kurz das Rennen zu Ende und komme dann gleich nach dem Rennen kurz dann in die Party rein, die ich gemacht habe. Ich hoffe, das ist die von Watch Dogs Legion Bloodline. Na, der Tastenschlag. Um es zocken zu können.
Great drive! We did it! Good job! We did it! And Mercedes have pulled off a great victory here today. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, tyre management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, aber it's about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. Auch, so being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls, andere Headsets, die man auf der Konsole benutzt. That's where the race was won today. Na klar gibt es Headsets, die hinten raus noch besser sind zum Tragen und so weiter, keine Frage, aber das ist schon was anderes, wenn man dann andere Headsets noch vorgemacht hat. Auch wenn das PS5-Headset auf der PS4 nicht komplett ausgereizt wird, weil halt die PS4 kein 3D-Audio unterstützt, hat man trotzdem doch da einen besseren Vorteil, als wenn man andere Headset nimmt. Miss Monaco takes over the lead of the Drivers' Championship. So let's review the updated driver standings. Let's focus on the driver of the day. Natalie Pinkham, come on, who do you pick? I have to give it to Miss Monaco. They demonstrated a very delicate touch in close proximity to other cars, as well as... Auf 25 ist das höchste Höhe, geht's nicht. So, YouTube. Wie gesagt, für euch ist es vorbei. Wie gesagt, wenn ihr das Rest, den Rest aus Season 18 wollt, außer dann später Rennen 5 und Rennen 10, wie gesagt, einmal auf Twitch gehen und euch dann den Livestream angucken, dann könnt ihr die restlichen 9 Rennen am Stück gucken. Außer ihr zufrieden mit 3 Rennen, dann würdet ihr auf YouTube hier später Rennen 5 in Österreich sehen und dann nachher Rennen 10 in Brasilien wiedersehen, wenn euch das reicht. Ansonsten, wie gesagt, einmal auf Twitch gehen. Aber danke an dieser Stelle YouTube fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.